Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Ich koche immer wieder meine eigenen Risotto-Gerichte. So konnte ich meine eigenen Reihenfolge herausfinden, wie sie mir am besten schmecken und am schnellsten zuzubereiten sind. Aber fangen wir mit dem heutigen Risotto-Gericht an. Paprika-Risotto mit gebratenen Putenbruststreifen. Aber zuerst bereiten wir alle notwendigen Zutaten vor, bevor wir dann an das Kochen gehen. Das wären die Zwiebeln, die Knoblauch, die Paprikas und das Putenfleisch. Also die Zutaten sind zubereitet. Somit geben wir nun Öl in die Pfanne und braten die Putenbrust zuerst an. Wenn sie dann schön durchgebraten wurde, sprich schön knusprig ist, nehmen wir wieder sie aus der Pfanne heraus und geben sie erst wieder zum Schluss hinzu. Zwischendurch bereiten wir das Salzwasser für den Reis vor und geben die Zwiebeln in die Pfanne und braten eins nach dem anderen in dieser Pfanne an. Natürlich das Würzen nicht vergessen. Also nehme ich auch so ein Bio-Kräutersalz und das gibt einen richtig guten Geschmack. Und wenn das Wasser kocht, dann gebe ich dort den Risotto-Reis rein. Für ca. 10 bis 12 Minuten koche ich den vor. Weiter wird dann die Pfanne mit Weißwein abgelöscht und danach kommt gleich noch der in Würfel geschnittene Knoblauch hinzu. Dann gebe ich den vorgegarten Reis hinzu und fülle das Ganze noch mit der heißen Brühe auf. Lass das Ganze noch ein paar Minuten lang köcheln und gebe dann den Frischkäse hinzu. Wenn das Risotto die richtige Konsistenz dann erreicht hat, reiben wir noch Parmesan drüber und legen die Putenbruststreifen drauf. Gleich danach kann das Ganze dann schön lecker auf einem Teller hergerichtet werden. Nun, ich bin wieder beim Probieren angekommen. Und somit auch am Ende von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobis Kochstunde wieder einschalten würdet. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.